Ich bin für die Heerscharen, ja? Ich bin für die Heerscharen. Und hat er dir erklärt, warum? Und du? Avalon? Die Nebel von Avalon? Abaddon? Ja. Was ist denn Abaddon? Ein YouTuber. Okay, Abaddon bauen wir irgendwie ein. Ja, komm. Ich bin für ich kenn, die ich kenn nur Ich kenne nur zwei YouTuber. Also machen wir jetzt einen YouTube-Song draus. Oh Gott. Okay. Gesagt, wir wollen aus dieser Ecke ja, raus. Ja, gut. Du hast recht, wir wollen aus dieser Ecke raus. Igitt I. Wir sind ja nicht White City, nein, wir sind das Niveau. Und wir gingen vor Jahren vielleicht songwritermäßig mal aufs Klo, aber diese Zeiten sind vorbei, jetzt sind wir politisch, wir singen von ernsten Themen. Wir wollen uns eure Hirne gedanklich vornehmen. Und da passt nun wirklich nicht hinein, sich ins Internet einzuloggen, YouTube-Videos gucken. Nein. Das verdummt nur. Guckt uns lieber live. Das bildet, das gibt euch für den Abend den richtigen Drive. Dann schwingt ihr auf der Tanzfläche danach richtig schön eure Beine. Zuhörer, Zuhörer haben wir dann keine mehr. Sport getrieben, ich war richtig adrett. Ich hatte eine gute Kinderstube, ich war obendrein noch nett. Aber jetzt sitze ich die ganze Zeit nur und werde fett vor YouTube und surfe im Internet. Ich schau mir diesen einen Typen an mit seiner Kappe. Wenn er Witze macht, dann lach ich mich nicht nur schlapp, sondern schlappe. Der heißt LeFloid, ihr kennt ihn vielleicht. Ja, der ist echt super. Scheiße auf super, gibt es nichts, was sich reimt. Aber das ist gar nicht so schlecht, denn ich hab schon viel, viel, viel zu viel in LeFloids Ohren reingeschleimt. Und dann gibt es da noch den einen, der spielt nur Rock'n'Roll. Martin, weißt du, wen ich meine? Gerade ehrlich gesagt nicht. Ich will nicht, dass du weinen tust. Aber das werde ich jetzt gleich erleben. Denn ich kann dir keine Antwort auf diese Frage geben. Aber Alter, weißt du, wer der dir... Typ warte, ist warte. Wirklich, bitte. Ja. Weißt du, wer die Antwort geben kann? Das ist ein Typ. Dr. Allwissend wird er genannt. Und hast du keine Ahnung, was vor sich geht in dieser Welt? Mann, ich muss einfach auflösen. Du bist mir vielleicht ein beschissener Held. Na dann, ich wollte den Refrain machen. 3, 2, 1 und... Ich brauche erst wieder Intro, komm. Danke, reicht. Auch wenn ich ihn noch nicht gar so gut kenne, es wird langsam wirklich mal Zeit, dass ich ihn auf der Bühne nenne. Denn ich finde, was er macht, ganz schön krass, er macht Rock'n'Roll und er heißt Equitas.
kam so ein Typ bei mir vorbei und er sagte, hey Martin, bist du da? Und ich stell mir vor, ey Keule, du hast bei mir geklingelt und na klar, stehst in meiner Bude vor dem PC und tippst da etwas ein und fragst mich, ob ich das kenne und ich kann nur sagen, nein. Und ich kann es auch, weil ich es nicht kenne, beschreiben. Ich hoffe, ihr könnt uns nach diesem Lied trotzdem noch leiden. Denn, tja, es ist leider wahr. Wir sind nicht, aber er ist für die Herrscherschar oder so ähnlich. Egal, wie war das nochmal? Der ich Titel bin für die Herrscharen. Herrscharen. Oh, ja, komm, das ist es das ist leider wahr. Ich bin für die Nein, es ist leider wahr, denn ich bin die Herrscherin. Und es ist nicht. Es ist leider wahr, denn ich bin und er ist für die Herrscherin. Und ich schau's mir an und ich sage, ja Mann, Alter, gutes Zeug. Aber immer noch nicht so geil wie Dr. Allwissend oder Le Floyd. Es ist zwar nicht Metal Sabaton, aber immerhin ist es Abaddon. Dankeschön! Gerade nochmal so die Kurve gekriegt. Ich wollte gerade sagen, die Nivellation trägt den Titel von hinten durch die Brust ins Arschloch.